Ging Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir sie für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautesplatte verschwunden ist. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Der stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Ob er eine Nachricht für uns hat? Gentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramu. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Nula? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Luzis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König?
Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Luzis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir dabei? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Oh, euch schickt der Himmel. Hm? Wieso das? Weil einer der wilden Chocobos in Gefahr ist. Wanderer haben berichtet, dass er von wilden Tieren verfolgt wird. Keine Angst, wir kümmern uns drum. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Oh, großartig. Willkommen auf der Chocobo Ranch. Vielen Dank für deinen Besuch. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Also dann? Ein Chocobo auf der Flucht. Wir sollten uns beeilen. Brechen wir auf. Nicht die Medizin vergessen. Ja, ist schon klar. Huh!
braver Junge. Da wären wir. Na super, Zelten im Schlamm. Wisst ihr, der Gestank von Chocobos ist irgendwie ein guter Gestank. Wenn du das ernst meinst, kannst du dich ja als Stalljunge bewerben. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf.
Los, Kleiner. Bis dann! Ist das lästig? Klappe zu! Leicht. Jawohl. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Also dann? Danke. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Noct, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter.
Sag mal, Nock, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Hey, Nord, über dir! Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Nockt, alles okay? Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? König. Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Vorschuhhöhle. Schnell! Okay, bringen wir es hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Hier räum ich. Sammelt euch! Klar. Zur Stelle! Ja. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Los, Kleiner. Erst Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengend. Hey, Nord, über dir! Hör.
Geh schon ran. Iris? Sicher wieder auf lautlos. Braver Junge. Also dann? Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur Heiliger. Da drüben aus. Ich glaube, wir gewinnen. Einmal. Soll ich dir helfen? Ich brauche keine. Ignis! Neue Formation. Läuft. Ist gut. Okay. Ja.
Die Jagdsaison ist eröffnet. Los mit lustig! Das da! Also. Hier! Gladio! Da! Verzeihung, bitte! Verzeihung! Kanto! Immer schön! Keine Zeit zu verlieren. Okay. Das war einfach. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Hey, seht mal. Der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Da wären wir. Die Vorschauhöhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. Wirkt ziemlich tief. Und düster. Schwer zu sein. Wieso lande ich bloß immer in solchen Situationen? Wir müssen auf alles gefasst sein. Leute, bleibt wachsam. Passen wir durch. Nichts wie rein. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Psst. Ruhe jetzt. Wie? Wo? Wer? Was? Irgendwie unheimlich. Zu zielen. Kann niemand das Licht anknipsen? Also dann. Hier, bitte! Leg los, Tonto! Hey! Einwandfrei, Tonto! Gerne wieder! Das war's dann wohl! Moment. Mach dir um mich keine Sorgen. Gut. Wenn du meinst. Hier! Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Da können wir durchkriechen. Nur nicht den Kopf verlieren. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Diesmal gebe ich die Befehle. Luna,
kurz. Und auch für mich verständlich. Greif an. Ich bin überwältigt. So bin ich an. Komm doch! Immer schön! Auf dich ist Verlass! Das haben wir im Griff, Leute! Mann, hab ich jetzt Lust auf eine Portion Nudeln. Ignis! Ihr habt es ja richtig entfernt! Leg los, Pronto! Na schön! So eng! Ich werd kaum schweben! Pass auf, dass du nicht uns triffst! Weiter so, Nord! Jupp! Weiter geht's. Jo. Wie weit geht das noch? Aus meinen Augen. Lassen wir die Waffen sprechen. Da wären wir es. Hey, lass den Quatsch! Also keine Absicht! Kommt wieder einen Ausdruck! Ja. Weiter geht's. Ja. Ja. Verdammt! Was ist denn los? Nord, alles klar? Station. Vorsicht! Hinter die... Überall ist noch Nacht. Jupp.
Alter. Ja. Hier geht's nicht weiter. Da passen wir durch. Versuchen wir's. Wartet mal! Kann niemand das Licht anknipsen? Ach, komm doch! Immer schön! Ist der Vergiftet oder was? Die Wirkung eines Toxins. Ist er vergiftet? Sammelt euch! Dir zeig ich's! Yep. Lebt ihr noch? Ja! Noctis? Gerade noch so. Leute, hört ihr das auch? Ja! Pronto, was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Pronto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel? Wir hier, da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich... Ja. Nein! Das war zu erwarten. Ja. Halt still, verdammt! Ja. Hey, bist du okay? Hier drüben. Gut, nicht gut, nicht gut. Ich hab... Alles okay? Hey, antwortet! Ich brauch Hilfe! Oh, Mann! Nicht doch! Einmal frei, Pronto! Ignis! Wir sammeln uns neu! Klar! Okay! Thank you.
Nehmen gern! Ich glaube, ich krieg gleich einen Zitronen. Bin ich halt. Ignis, los! Neue Formation. Los. Zur Stelle! Jawohl. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Kommt, hier geht's weiter. Auf geht's. Okay. Ja. Thank you.
Ist hier irgendwo! Nun, zeig dich schon! Beruhig dich.